Willkommen zurück, liebe Freunde. Die Dämmerung behütet uns alle, Wächter. Auf einmal ist sie weggelaufen. Moment. Ich bitte euch, besucht das hatten wir nicht. Die mystische Morgenröte, wer ist das? Wie ich sehe, seid ihr nicht in Geschichte bewandert. Aber das ist auch gut so. Diese Gruppe sollte man vergessen. Sie zerstörten fast die Welt und wurden aufgehalten. Vor langer Zeit. Mehr müsst ihr nicht wissen. Na, das hat uns ja jetzt sehr viel gebracht, liebe Freunde. Und ich glaube, wir gehen einfach mal in das Museum. Hi, was ist mit dir? Und hier kommt der erste Besucher. Das Museum der mythischen Morgenröte ist eröffnet, mein Freund. Das Museum der mystischen oder der mythischen Morgenröte? Ja, meine Sammlung von Artefakten einer Gruppe, die ein Imperium gestürzt hat. Kommt doch herein. Ihr könnt euch die Ausstellung anschauen und wir können uns unterhalten. Ich habe etwas zu erledigen, für das ihr mir perfekt geeignet erscheint. Naja, gut. Reden wir drinnen weiter. Bruchstücke der Vergangenheit. Guck ich mal gerade, ist das irgendeine... Ja, das ist hier irgendeine... Quest. Oder? Geschmack des Todes. Ne, das scheint eine normale Quest zu sein. Egal, machen wir es einfach mal. Klingt lustig. Ich wette, der hat wieder irgendwelche Experimente mit uns vor und glaubt, er könnte uns irgendwas anhaben, aber... Im Endeffekt kriegt er dann doch noch aufs Maul. Was? Sprecht mich was zum... Wenn ihr über die Aufgabe reden wollt, die ich erwähnt habe. Die hier drinnen und draußen hängenden Wandteppiche wurden in Verstecken gefunden, in denen Mitglieder der mythischen Morgenröte ihre Pläne schmiedeten. Die größten Erfolge des Kultes waren die Ermordung der Septimdynastie. Diese Roben wurden während der Geheimtreffen der mythischen Morgenröte getragen, bei denen die Mitglieder der Organisation planten, den Daedra Merunes Dagon nach Tamriel zu bringen. Jeder Stoffballen zur Herstellung der Roben wurde mit einer Farbe aus Opferblut gefärbt. Ah ja. Dieses verbrannte Papier ist alles, was vom legendären Mysterium Xaxis übrig geblieben ist. Dem von Merunes Dagon selbst geschriebenen, blasphemischen Buch. Manka Camoran benutzte das Buch angeblich, um ein Portal zu einem Paradies zu öffnen, in dem seine Anhänger ewig leben würden. Ah ja, auf jeden Fall scheint er viel zu wissen. Die Kommentare zum Mysterium Xaxis wurden vom Anführer der mythischen Morgenröte, Manka Camoran, geschrieben. Er versprach, dass seine Anhänger nach dem Tod ein Paradies und eine Wiedergeburt an Merunes Dagons Seite erwarten würde. Zu dem Stein hat er nichts zu sagen? Ja gut, Rundführung beendet. Hi. Habt ihr Fragen zum Museum oder würdet ihr lieber über Geschäftliches reden? Also warum hast du es gegründet? Es ist kein Geheimnis, dass meine Familie einst zur mythischen Morgenröte gehörte. Einer meiner Vorfahren wurde sogar auserwählt, Uriel Septim selbst zu töten. Lange Jahre verleugneten wir unsere Vergangenheit, wurden Händler, kamen zu Geld und gewannen an Einfluss. Doch ich erkannte, dass ich die geschichtliche Bedeutung der mythischen Morgenröte, unsere Bedeutung, nicht bestreiten lässt. Jeder in Tamriel soll sich einen Moment lang daran erinnern. Das Schicksal dieser Welt lag in unseren Händen, im Guten wie im Schlechten. Ah ja, und mit wem willst du heiraten? Aber hier habt ihr gehört, unsere Begleiterin ist auch schon am Gehen. Deswegen, ein Kurier hat mir dieses Pamphlet gegeben. Hier, bitte. Ich hoffe, das Museum hat euch gefallen. Ach, das war das. Stimmt. Boah, das ist aber auch schon... Bestimmt 230 Folgen her, ey. Also hier, lasst uns über die Sache reden. Zuerst ein wenig Geschichte. Nach der Oblivion-Krise wollten mehrere Gruppen die Überbleibsel der mythischen Morgenröte vernichten. Eine dieser Gruppen fand Merunes Klinge, das Artefakt von Dagon. Sie zerbrachen sie in drei Teile und schworen, sie für immer voneinander getrennt zu halten. Das war vor fast 150 Jahren. Und die Teile befinden sich noch immer im Besitz der Nachkommen dieser Gruppe. Und sie sind genau hier, in Himmelsrand.
Und du willst jetzt, dass ich die Fragmente hole. Mindestens zwei der Besitzer, Gunsul und Draskua, sind gefährliche Räuber. Vom dritten, Jorgen, weiß ich nur, dass er in Mortal lebt. Hier sind meine Aufzeichnungen. Wenn ihr die Teile, wie auch immer, besorgt, werde ich euch bezahlen und keine weiteren Fragen stellen. Cool. Ich habe Bruchstücke von Meronis Klinge. Seht nur. Die legendäre Schärfe einer dädrischen Waffe. Großartig. Und hier ist eure Bezahlung für die Teile. Jetzt brauchen wir nur noch das Heft und den Knauf. Okay. Eine Sache hatten wir also schon mal irgendwo gefunden. Wie das halt immer so ist durch das Rumgelaufe. Viel Glück bei der Suche nach den Teilen. Sie war auch wieder am Gähnen und deswegen machen wir uns jetzt direkt auf den Weg und besorgen noch die anderen zwei Sachen. Klingt doch wieder nach einer interessanten Aufgabe. Hier links soll irgendwo was sein. Ach ja, Mortal, hat er ja gesagt. Und hier oben am Totenkrähenfelsen. Da müssen wir hier den ganzen Weg rauf und das machen wir als erstes. Also auf zum Wasserwindfelsen. Mit unserer Asura-Tuse will ich sie jetzt mal nennen. Aber wobei, die ist ja eigentlich ganz cool. Ja doch, wenn ich mich richtig erinnere, hat die richtig gut Schaden gemacht. Ist das der Weg, den ich gehen muss? Nein. Da ist der Weg. So ungefähr. Irgendwie so werden wir es schon finden. Also, auf geht's. Eine lange Reise. Ups. Scheiße. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ah, ein Sturmruf. Naja, gut. Ich, war noch ein wenig in der MMO-Steuerung. Na schön. Gebt mir eure Wertsachen. Sonst nehme ich euch aus, wie einen Fisch. Also, dass hier die Russen immer klauen, ist echt fragwürdig. Geht sofort. Okay. Werdet euch nicht noch einmal fragen. Und tschüss. Geht nicht vor. Ja! Gute Jagd. Lass uns in Ruhe. Lass uns in Ruhe. Was ist eigentlich mit dir? Hä? Wo ist denn jetzt unsere... Was sieht denn jetzt schon wieder? Warum macht die denn jetzt schon wieder das Pferd kaputt? Du blöde olle Kudu, das gibt's doch gar nicht. Ey, was eine olle... So, hier, du Dieb, was hattest du denn jetzt nochmal? Dietriche... Smaragd, alles klar. Boah, ey. Ich mag die nicht. Geh weg. Lauf uns nicht hinterher. Sie läuft uns immer noch hinterher. Toll, ey. Immer macht die alles kaputt. Okay, wir müssen links rum. La la la. Genießen wir doch einfach in den nächsten gut, sagen wir mal, 4 bis 5 Minuten die ja, Pracht und Schönheit von Skyrim. Diesen kargen, toten Bäumen, den vielen Felsen und Drachen, die mittlerweile schon nicht mehr kommen, weil sie Angst haben. Alduin ist tot, man kann es ihnen ja auch nicht verübeln. Wo gehe ich denn hier gerade lang? Ich suche mir natürlich wieder den geilsten Weg aus. Wir hätten hier lang gehen sollen und ich bin hier irgendwo. Versuche mich hier wieder durch die Berge zu schlagen. Naja, ist mein Job, Leute. Ich muss halt, ne? Irgendwie muss ich ja auch ein bisschen was machen. Ein bisschen Geld verdienen. Wandern. Naja, gut. Oh, ein Hase. Mal gucken, ob ich ihn treffe.
Bam! Och verdammt. Wie er im letzten Moment eine Kurve zieht. Oh. Ein Tiger. Bam. Und tschüss. So. Weiter rauf geht's. Oh, da hinten sind aber ganz viele Sachen noch. Alles nicht erkundet, weil wir hier oben noch nie waren. Sieht aber wirklich nach Krähenfüßen aus. Oder Krähendingens, wie das auch immer hieß. Hier mit diesen Köpfen, meine ich. Steine haben ja schon so eine Form. So, wir sind wieder auf dem Weg. Alles wie geplant. Hexenfelsenschanze. Oh. Hi. Lassen wir die Spielchen. Die Abgeschworenen sind hier auch wieder. Wow. Knapp daneben ist auch vorbei, ne? Nix. Hier hat auch nix. Wo ist denn jetzt eigentlich wieder unsere Schrapnell? Du bist ziemlich langsam, weißt du das? Wir müssen hier irgendwie weiter durch. Ich halte mich jetzt mal nicht mit dem Hexenschanzenfelsen auf. Obwohl ich irgendwie glaube, dass hier irgendwo ein Tuum wieder ist. Weil da hinten dieses komische Symbol wieder... Hä? Wo ist sie denn jetzt schon wieder? Ey, ich blicke hier gerade nicht durch. Die Olle ist wieder weg. Ich werde hier von irgendwo abgeschossen. Da. Ich hab dich. Du glaubst, du kannst also meinen Pfeilen immer ausweichen, ja? Und du glaubst, du kannst hier immer ungehindert von hinten schießen. Oh. Der hat ein bisschen mehr drauf. Naja, gut. Kriegst du hier mal eine Doppelseite. Zack. Und da müssen wir auch rein. Und dann dürfte auch die eine wieder bei uns sein. Probieren wir es mal aus. Ach, Mann, 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 Mann. Immer diese Probleme mit den Frauen. Es ist einfach, es hört nicht auf. Bist du jetzt wieder da? Wo ist sie denn? Ich verstehe es nicht. Hi. Jetzt gehört ihr mir. Haha, da ist sie. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Ist ja schon witzig gerade gewesen. Jetzt gehört ihr mir. Psst, tot. Die hat sich auch gedacht, hör auf zu quatschen. Sind ja hier nicht im... in der Vorlesung oder sowas. Quatsch. Ich mag die. Die gefällt mir. Ah, Moment, apropos, die gefällt mir. Ich weiß, was mir noch gefällt. Und zwar haben wir nämlich noch einen Stab gehabt. So, den wollte ich nämlich auch mal ausprobieren. Ist da irgendwas Interessantes? Nö. Oh, da ist ein Schlüssel. Den nehmen wir aber mit. Noch ein Mehl. Kirsche, Knoblauch. Ja. Kann ich die jetzt hier auch aufmachen? Natürlich nicht. Hä? Das soll hier irgendwie was sein? Was ist das denn? Ach, hier geht's weiter. Jetzt hier. Boah, sind das hier wieder enge Räume. Hallo. Das macht ja gar keinen Schaden. Das macht keinen Schaden. Komm, Dornherz. So. Ja. Hat gar keinen Schaden gemacht.
Das habe ich mir jetzt irgendwie schöner vorgestellt. War das ein Topf? Achso. So, Truhe. Geld, Halskette, Silberbarren. Ich weiß gar nicht, was hat die jetzt eigentlich an? Wie kann ich das denn nochmal nachgucken? Ja, Champion von Azura. Bis zum nächsten. Konnte ich denn jetzt nochmal. Ich hab's vergessen, ich weiß es nicht mehr. Egal. Jetzt geht's hier wieder raus. Bin ich hier überhaupt noch richtig? Oder müssen wir wieder rein? Scheint richtig gewesen zu sein. Na gut, dann gehen wir einfach mal weiter. Da hinten sind jetzt noch. Hä? Bist du ein Gegner? Gegen was kämpfe ich denn jetzt hier? Ach, da unten. Gott, 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 Gott. Die sind hier aber auch überall. Ach, da oben steht auch noch einer. Ihr seid mir nicht gewachsen. Ist da jemand? Ihr seid mir nicht gewachsen, dann kriegt er von links den Schuss ab und fliegt durch die Gegend. Wow, was ist das denn? Was bist du denn für eine? Jetzt ist hier aber langsam gut. Wie viele denn noch? Boah. Lass mich in Ruhe! Genau, schieß ihn mal ab. Die sind aber stark hier, diese Dornenherzen. Na komm. Jetzt stirb doch endlich. Geht doch. Ach, da oben kämpft nur ein Feueratron nach noch. Ja, hier nehmen wir uns mal wieder ein bisschen was mit. Mit der Zeit lässt man das ja irgendwie so ein bisschen schleifen. Mit dem immer alles plündern und so. Na du Troll. Was ist denn hier unten? Ist hier irgendwas Interessantes? Natürlich nicht. Na gut, dann geht's jetzt eben weiter nach oben. Denn da müssen wir ja hin. Da hoch. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an den Aufstieg nach Hochrotgar, diese 7000 Stufen oder was das war. Okay, weiter geht's. Auf in den Totenkrähenfelsen. Na, wenn das mal kein schöner Name ist. Für eine Stadt oder so. Was ist das denn jetzt hier schon wieder? Oh, direkt ein mächtiger Seelen. Stein von meiner Nase. Okay, Truhe ist Geld drin. Ohne Geld. Nochmal Geld. Und nochmal Geld. Ach, und da hinten ist schon wieder wer. Zack, und weggeschossen. Was? Wie kann das sein? Kann hier wer sterben? Hier ist doch niemand. Doch, ich, Bob. Geht doch. Also, die kämpft wohl dann auch mal hin und wieder mit. Finde ich ja ganz nett von ihr. Dass sie sich dazu aufraffen kann, finde ich schon nicht schlecht. Jetzt muss ich halt nur noch wissen, wie ich wieder in das Inventar von ihr käme, aber ich glaube, da kriege ich jetzt eh wieder 30 Kommentare für. Hast du endlich mal einen Begleiter und dann weiß ich nicht, wie das geht. Irgendwie mache ich hier keinen Schaden. So mache ich Schaden. Hier, zack. Och Mann. Lern doch mal das Zielen, du blöder Begleiter. So geht das.
eine sehr extreme, ich sag mal, Kultstätte ist das hier. Überall liegen Knochenteile, abgehackte Arme und Beine in der Gegend rum. Naja, was haben wir denn hier wieder aufschließen können? Uah. Na gut, dann dreht man einfach gar nicht. Macht man es so auf. Und hier? Himmelsrand? Wo bin ich denn jetzt hier schon wieder? Ich glaube, ich musste hier diesmal nicht raus. Ne, hier ist eine Truhe. Amulett von Akai brauche ich nicht. Das nehmen wir einfach mal mit. Ah ja. Gehen wir hier wieder rein. So, und wie das Ganze jetzt hier weitergeht, liebe Leute, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Also, bis dahin, tschüss, macht's gut.